Jo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal LPLende und das ist das allererste Update-Video zu meinem Projekt Kuhn PvP. Und hier möchte ich nochmal so auf so ein paar Fragen eingehen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt, beziehungsweise mir privat geschrieben habt. Und ich glaube, die am meisten gestellte Frage war eigentlich, wann beginnt das Projekt? Und da kann ich schon mal sagen, dass das Projekt im neuen Jahr stattfinden wird. Es ist für alle, die es nicht wissen, ein PvP-Projekt. Da könnt ihr gerne das Hauptvideo gucken, das sollte da irgendwo jetzt verlinkt sein. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt dabei, das zu planen. Ich habe jetzt um die 40 Anmeldungen bekommen. Ihr könnt euch gerne weiter anmelden, auch mit eurem Teampartner. Da müsstet ihr das dann schreiben, das, da gehe ich nachher noch drauf ein. Auf jeden Fall, das Projekt startet im neuen Jahr. Da kriegt ihr dann die Server-IP, ihr werdet in eine Skype-Konfi reingezogen. Da wisst ihr dann garantiert, dass ihr drin seid, außer ihr habt dann keinen Bock mehr, dann geht ihr einfach raus. Und ja, wenn ihr jetzt mit dem Team Kollegen aufnehmen wollt, dann habt ihr im Anmeldeformular halt auch diesen dieses Feld, mein Teampartner. Da schreibt ihr am besten einfach den Namen rein, mit dem er sich auch als Anmeldeformular angemeldet hat. Das heißt, ihr müsst euch beide anmelden, wenn ihr beide mitmachen wollt. Nochmal zur Aufnahmeregel, falls das jetzt einer nicht ganz verstanden hat. Es können zwei Leute spielen, aber einer von den beiden Leuten muss aufnehmen. Es können natürlich auch beide aufnehmen, das ist klar. Aber damit könnt ihr so ein bisschen mehr diesen Aufnahme- und Hochladedruck euch wegnehmen. Und ja, damit war es das. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare unter diesem Video jetzt schreiben. Dann werde ich nochmal ein Video draus machen, wenn da jetzt genug Fragen zusammenkommen. Und ja, ich würde gerne noch ein bisschen was ansagen, und zwar auf dem Servercraft.eu habe ich jetzt den YouTuber-Rang bekommen. Dafür herzlichen Dank an euch, wenn man den Owner, und an alle, also an das ganze Server-Team, die mich da ein bisschen unterstützt haben bei. Auf jeden Fall danke. Auf jeden Fall auch an alle auf dem Server, die ich jetzt kenne, nochmal danke, dass ihr auch immer so ein bisschen mich promotet. Und zwar habe ich jetzt auch einen Clan auf dem Server erstellt, da könnt ihr gerne dran teilnehmen. Ihr müsst mir einfach eine Nachricht schreiben, ich werde die alle lesen. Und sobald ihr online seid, kann ich euch dann gerne dort einladen. Außerdem gibt es noch so ein paar Updates zu meinem Uploadplan. Ich werde halt jetzt Five Nights at Freddy's weiter spielen, bis ich es durch habe. Mal gucken, was ich dann mache. Ich denke, ich werde dann so MW2 oder Titanfall irgendwas in die Richtung machen. Die Skywars-Reihe weiß ich nicht, ob ich die weitermachen soll. Da könnt ihr entscheiden, ob ich da jetzt weitermachen soll. Und was mich auch interessieren würde, wäre, wenn ihr bis zu diesem Teil jetzt des Videos geguckt habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, keine Ahnung, ich habe bis dort und dort geguckt. Das wäre cool, weil dann sehe ich mal, wie lange ihr die Videos überhaupt guckt oder ob ihr jetzt einfach nur reinguckt, sagt, oh nee, und dann gehe ich wieder. Und ja, dann war es das mit dem Video. Wie lange? 4 Minuten, das geht locker fit, weil ich muss das schneiden, ich muss in einer halben Stunde los, ich habe jetzt Zeitdruck. Und ja, dann möchte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Guckt auf jeden Fall die anderen Videos an, Five Nights at Freddy's, Skywars, das Kuhn PvP-Projekt, da könnt ihr euch gerne noch anmelden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao!